Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part des Pokémon Tournaments. Heute mit dem zweiten und letzten Halbfinale dieses Turniers mit den Kontrahenten Bell und Gabriel und Shiro. Tja Leute, wir sind kurz vor dem Ende des Turniers. Wir haben jetzt zuletzt Kaffeekunde gegen Sushimaru gesehen im ersten Halbfinale. Und einer von den beiden hat es entsprechend ins Finale geschafft. Einer wird entsprechend im nächsten Part im Spiel um Platz 3 antreten. Gegen wen wird sich heute zeigen, denn jetzt wird es Zeit, die letzten Begegnungen quasi fertig zu bekommen. Und das werden wir heute im nächsten Best of 5 natürlich sehen. Wenn die beiden jetzt hier gegeneinander antreten, das heißt, Belly, der aus Gruppe C kommt und Shiro, der aus Gruppe D kommt, dürfen jetzt mal zeigen, was sie können, weil sie die einzigen beiden, die auch letztendlich übrig geblieben sind. Und wir sehen entsprechend von guten Belly Lucina und von Shiro sehen wir den Bewohner. Das wird ein sehr, sehr interessantes Matchup, mit Sicherheit. Wir haben entsprechend bei beiden ja schon gesehen, was sie mit dem Charakter so können. Die haben schon einiges angerichtet. Ich bin gespannt, wer jetzt hier die Nase vorn haben wird, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und vor allem auch hier in einem Best of Five. Ich meine, der letzte Part war ja schon außerkräftig genug, wie spannend das auch sein kann. Und ich denke mal, hier wird es genauso sein. Vor allen Dingen auch möglichst ohne Lex. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus, wenn ich das mal so sagen kann. Zumindest hoffe ich das auch so. Und da sind wir gespannt, wer jetzt hier gleich den ersten Kampf für sich entscheiden wird. Und das in 3, 2, 1. Jetzt kann es losgehen. Und Shiro mit dem Projektieren entsprechend. Und Belly entsprechend eher mit dem Schwert im Nahkampf mit Lucina. Und jetzt sind wir schon echt spannend an der Edge, aber Shiro als Bewohner hat eine sehr, sehr gute Recovery. Die wird er sich nicht so leicht entsprechend hier von der Stage fliegen, das glaube ich nicht. Insofern wird es Belly ein bisschen schwieriger haben. Er wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf hoffen, dass seine Kombos natürlich klappen. Aber das ist nicht so einfach, an den Projektilen immer vorbeizukommen. Bis jetzt sieht es doch recht gleich aus bei beiden. Shiro, der macht das unsere Intelligenz schön nah an der Stage lang recovered, damit man schwer punishen kann. Also das hat er richtig gut gemacht und da hat Belly auch gerade seine Schwierigkeiten. Er hätte, glaube ich, sehr gerne den Stage-Spike gemacht. Also quasi den Gegner gegen die Stage knallen von unten aus, gegen die Kante oder eben gegen die Unterseite halt und dass er nach unten fliegt. Und hier wird schon wieder spannend. Die machen sehr, sehr viel an der Edge, muss ich sagen. Das finde ich nicht schlecht, aber das können sich auch beide erlauben, weil beide auch ganz gut spielen können und wissen, was sie tippen. Und auch gucken, dass sie da nicht riskieren, den Stock letztendlich zu verlieren. Und da ist schon die erste Pflanze gesetzt. Bin mal gespannt, ob Shiro versuchen will, damit schon zu killen. Vielleicht kriegt er es ja hin, wenn er jetzt gießt. Und es kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist ja, glaube ich, schon der dritte Baumkill, den wir jetzt hier haben. Beim Wachstum. Ich, als hätte ich es gecallt, Leute. Und es ist geschehen. Shiro führt entsprechend und kann jetzt hier nochmal richtig schöne Prozente aufbauen. Jetzt Belly hier eindeutig im Zugzwang. Und muss jetzt definitiv hier arbeiten. Und Shiro macht das hier super schlau. Entsprechend erstmal weit rauszugehen von der Stage aus, um von da aus anzugreifen, sodass Belly überhaupt nicht hinterherkommt. Und selbst wenn er es probiert, kann Shiro über Umwege entsprechend auf die Stage zurückkommen und dann Druck aufbauen, wenn er die Situation umgekehrt hat. Das ist sehr, sehr schlau, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, bis jetzt hat er noch nicht so gut gespielt. Also Shiro kann gut spielen mit dem Bewohner, keine Frage, ne? Aber er hat noch nicht so gut gespielt bis jetzt. Also muss man sagen, man sieht immer erst, wenn man einen guten Gegner auch wirklich vor sich hat, also einen richtig starken Gegner, dass man auch deutlich besser wird dann mit seinem eigenen Charakter. Das finde ich sehr, sehr schön. Da schon die nächste Kombination mit dem Einbuddeln des Gegners und mit dem Upsmash in der Kombination. Sehr, sehr schön. Und es kann nochmal funktionieren. Oh, Leute, das sieht sehr, sehr eng aus. Ob Matze das jetzt noch irgendwie hinbekommt, hier einen Ausgleich zu schaffen. Er muss jetzt den Kill machen bei über 100% vom Bewohner. Aber er kommt nicht gegen diese gesamte Projektilfront an. Muss man sagen. Und hier wieder an der Edge. Versuchen zu arbeiten und es hier mal zu funktionieren. Genau das war der Stage Spike, den wir sehen wollten. Den habe ich so erwähnt. Es ist ja Wahnsinn, dass ich heute irgendwie wirklich alles predicte hier. Das ist ja Wahnsinn. Aber gut, 74% kann man aufholen. Ich denke mal, hier im Halbfinale ist alles möglich. Und auch Belly würde ich einiges zutrauen, dass er schaffen kann, hier gut zu arbeiten. Aber er kommt nicht so richtig andere richtigen Schaden zu machen. Oder auch sicheren Schaden natürlich, ohne zu riskieren, selber was abzukriegen. Und das ist leider das Problem. Da muss Belly mehr darauf hoffen, dass Shiro vielleicht einen großen Fehler macht und ihm es leichter macht, entsprechend ihn gleich zu killen. Das könnte natürlich gleich passieren, was natürlich sehr ärgerlich wäre, wenn Shiro jetzt hier von der Stage spielt, aus Versehen. Ah, und jetzt baut er sich hinter seinem Baum auf, hat da so eine kleine Verteidigungsanlage schon und kann zur Not immer hintergehen und dann den Baum auch fällen. Aber wenn es nicht funktioniert, ist natürlich immer was anderes. Und dann muss Belly entsprechend aufpassen. Bei den Prozenten reicht der Baum auf jeden Fall schon aus, um zu killen. Das hat wir eben ja schon gesehen. So, und da kann sich Shiro auf jeden Fall schon verstecken, solange Belly den nicht fällt vorher. Das kann natürlich auch passieren. Und bis jetzt bleibt spannend. Also ich würde hier noch niemanden abschreiben, auf jeden Fall nicht. Und Shiro dann auch weiter natürlich von der Edge aus mit den Projektilen arbeiten kann. Und da muss er immer aufpassen, dass er da nicht von der Abbiege getroffen wird, wie eben gerade, was er schon den ersten Kill gesorgt hatte. Da wird es spannend, Leute.
Und selbst bei den Prozenten mit der Rage von Lucina kann auch hier ganz, ganz schnell ein Forward Smash das Ende bedeuten, wenn er an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Also hier ist noch nichts entschieden. Und wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Also das, denke ich, sollten wir hier noch hinkriegen. Aber es ist echt spannend. Die beiden machen das richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen möglichst ohne Lags, so wie ich das sehe. Das gefällt mir natürlich immer am meisten. Und es wird gegossen und der letzte Frame trifft schon wieder. Und das war der 2. Baumkill. Es ist nicht zu fassen, Shiro führt. Absoluter Wahnsinn, Leute. Man unterschätzt sehr, sehr gerne, wie lange noch diese Hitbox wirkt, wenn der Baum gerade wächst. Ich meine, das war, glaube ich, auch der letzte Frame, der noch gewirkt hat. Oder wenn, da war es der vorletzte. Auf jeden Fall damit die Führung von Shiro darf den Bewohner jetzt entsprechend nicht mehr einsetzen. Muss also auf 2 andere Siege durch andere Charaktere hoffen. Mal gucken, wie es dann entsprechend weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder. Wir wissen, welche Stage entsprechend Belly gewählt hat. Bis gleich. So Leute, und da sind wir auch schon wieder. Der gute Belly hat sich jetzt für das Schlachtfeld entschieden nochmal, aber diesmal nicht in der Omega-Version. Viel interessanter aber das Matchup, was wir gleich sehen werden. Denn der gute Shiro hat sich jetzt für Diddy Kong entschieden. Und Diddy Kong haben wir noch nicht im Turnier gesehen. Noch nicht ein einziges Mal, was mich bis jetzt auch sehr gewundert hat. Ich meine, wir sehen ja, wie viele Charaktere hier im Spiel sind. Und wir haben echt schon viele gesehen natürlich. Aber einige, wo ich dachte, dass die müssten auf jeden Fall vorkommen, sind bis jetzt noch nicht aufgetreten. Aber Diddy Kong war einer der Charaktere, den wir jetzt auch nachträglich sehen werden, was ich sehr, sehr cool finde. Und als Antwort hat Belly sich dann für Samus entschieden, den wir ja auch schon so gesehen haben. Und wir wissen auf jeden Fall, dass Belly mit Samus gut umgehen kann. Haben wir schon an den Kämpfen gesehen, wie Shiro mit Diddy Kong umgeht. Das werden wir dann gleich sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich vermute mal gut, sonst hätte ich ihn ja nicht gewählt. Aber wir haben von Shiro auch noch nicht so viele verschiedene Charaktere gesehen. Und er muss ja mindestens 3 auch wirklich gut beherrschen können. Sonst kommt er hier wirklich nicht weiter. Insofern bin ich gespannt, wie das Matchup hier aussehen wird. Ne? Also Diddy Kong auch wirklich eher mal so ein High-Tier. Und Samus wiederum ein eher Low-Tier, wenn man das so möchte. Also gut gegen schlecht. In Anführungszeichen, das heißt ja nicht immer was. Aber wir werden sehen, wie das sich entsprechend hier ergibt. In 3, 2, 1, jetzt geht's los. Und hier haben wir wieder 2, ich sag mal, Projektilcharaktere, die man gut einsetzen kann. Samus mit seinen Neutral-Specials und allgemein mit seinen Specials. Und Diddy Kong, der sehr gerne mit der Banane arbeitet. Ein sehr, sehr wichtiges Tool seinerseits, um den Gegner entsprechend in eine Falle zu locken und dann entsprechende Kombo zu starten. Wie gut Shiro die benutzen wird, werden wir entsprechend sehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Bis jetzt versucht er erstmal sehr, sehr gut an der Edge zu warten, wie Belly entsprechend hochkommt, um dann zu antworten. Und vor allen Dingen interessant natürlich die Recovery von Diddy Kong, die nicht so einfach ist tatsächlich. Man muss sie rechtzeitig aufladen, damit man auch die entsprechende Distanz auch schaffen kann, um auf die Stage zu kommen. Und nur wenn man die beherrscht, wird es auch sinnvoll, auch den Charakter zu nutzen. Das ist also kein Anfängercharakter, kann man sagen. So, und entsprechend jetzt Belly erstmal mit dem prozentuellen Vorteil. Shiro die erste Banane schon im Spiel. Hat er sie noch in der Hand? Nee, hat er nicht mehr. Die ist irgendwie weg, auch gut. Eben löst er sich dann auch auf, die muss er entsprechend auch benutzen. Und Belly leider die falsche Richtung mit der Neutral B. Mit der muss man auch aufpassen. Diddy Kong ist ja eher ein leichterer Charakter. Und eine Neutral B kann ab jetzt vielleicht schon an der richtigen Stelle reichen, wenn Shiro nicht aufpasst. Man muss natürlich allgemein gucken, dass man nicht von den zu vielen Proteinen getroffen wird. Und das wird natürlich immer umso gefährlicher. Ja. Und was Diddy Kong noch viel interessanter macht, ist die Side B, was letztendlich als 3. Sprung bekannt ist. Auch, dass man eben diesen Seitsprung macht, der sehr, sehr gut ist. Vor allen Dingen in der Luft. Und da, der Forward Smash, der jetzt vorzeitig den ersten Kill besorgt. Und das nur bei 54% von Samus aus. Das wird tatsächlich schon eng. Ich meine, ich möchte niemanden abschreiben, auf jeden Fall nicht. Aber man weiß ja nicht, wie es das hier noch entwickelt mit Diddy Kong. Also ich vertraue Shiro, dass er auf jeden Fall hier noch die Chancen hat, natürlich zurückzukommen und hier noch einiges zu schaffen. Ansonsten sieht es eher ganz gut hier zu Belly aus und kann eventuell dann den Ausgleich natürlich auch machen, was mich sehr freuen würde. Die wollen ja hier spannendes Halbfinale sehen. So, und mal wieder wird hier richtig gut mit Kombos auch gearbeitet. Und die Kong muss erstmal gucken, wie er da gegen die ganzen Projektile ankommen möchte. Und dann immer richtig auch zu recovern. Das ist nicht immer so einfach bei den ganzen Projektilhageln. Und wenn dann jetzt rechtzeitig... Oh, das war zu tief. Und da kommt er nicht mehr hoch. Und das war vorzeitig die Entscheidung. Ich fürchte, da waren ein paar Lags im Spiel. Ich glaube, er wollte noch nicht die Upbeat drücken, beziehungsweise er hatte noch einen Jump auf jeden Fall übrig gehabt, sicher. Und damit war das der Two-Stock jetzt von Belly und damit auch der Ausgleich zum 1:1. Tja, Leute, so schnell kann es gehen. Da sieht man natürlich auch, dass Belly eben gut auch mit Samus umgehen kann. Er darf ihn jetzt aber nicht mehr benutzen. Oder sie, besser gesagt, natürlich, logischerweise ihn als Charakter. Und da bin ich umso gespannter, welche Charaktere jetzt folgen werden. Wir werden wahrscheinlich ein paar ganz neue sehen insgesamt von den beiden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wer das jetzt letztlich sein wird, das sehen wir gleich. So Leute, und da sind wir auch schon wieder. Der Shiro hat sich für Final Destination entschieden, wobei das auf jeden Fall noch nicht der letzte Kampf sein wird, denn wir spielen ja letztendlich Best of 5. Noch viel interessanter die Charaktere, die kennen wir aber schon auch von den beiden. Und zwar wird Belly hier mit Mario antreten und Shiro mit Glurak. Und das wird, glaube ich, noch viel interessanter letztendlich mit diesem Matchup, als das, was wir schon vorher gesehen haben.
Und ich damit auch, ich weiß nicht, ob wir noch andere Charaktere von den beiden überhaupt mal gesehen haben. Wenn da nicht wirklich viele. Und das heißt, es wird nicht mehr so viel übrig bleiben. Ich muss jetzt auch im Kopf behalten, welche Charaktere schon benutzt worden sind und entsprechend Siege eingefahren worden sind. Das bedeutet, der Bewohner von Shiro ist geblockt und Samus von Belly. Das können wir uns soweit merken. Die anderen Charaktere können also noch benutzt werden. Und jetzt geht's hier los. Mario gegen Glurak. Und ich kann zu beiden was sagen, weil ich beide gut kenne. Und gerade Mario ist letztendlich auch einer meiner Mains. Mit dem habe ich ja auch schon einen Showkampf gespielt. Und ich kann auch sagen, dass Belly sehr, sehr gut mit Mario umgehen kann. Und das kann ja sehr, sehr gefährlich für Shiro enden entsprechend. Und zwar jetzt, wenn hier Shiro gut mit Glurak arbeiten möchte. Denn das ist ja eher ein schwerer Charakter. Und Mario rauszuhauen ist nicht immer so einfach, auch wenn er eher leichter ist letztendlich. Weil er hat schon einige Kniffe mit dabei. Man muss echt aufpassen, sowohl auf die Down-B von Mario, das ist ja letztendlich die Pumpe, und auch das Cape, also die Side-B von ihm, dass man darauf nicht reinfällt und dann ganz, ganz schnell die Recovery verkackt. Klar, Glurak hat 3 Sprünge statt nur 2 und eine relativ okaye Recovery. Aber dadurch, dass er eben so schwerfällig ist, kann er eben noch nicht so hoch springen. Das heißt, das kann ganz schnell in die Hose gehen, wenn er da nicht aufpasst. Und bis jetzt Mario noch mit dem prozentuellen Vorteil. Und da jetzt der Flammenblitz, und wenn der im falschen Moment eingesetzt wird, beziehungsweise Belly das mit Mario und dem Cape predicted, dann geht der Flammenblitz in die komplett falsche Richtung und das wäre dann letztendlich schon ein kompletter Stock. Deswegen muss Shiro da umso mehr aufpassen, dass das eben nicht passiert. Und bis jetzt macht Belly das super, arbeitet viel auf Distanz und weiß genau, wann er letztendlich auf Glurak zusteuern muss, um sicher zu gehen, dass er dann keinen Schaden kriegt. Und da letztendlich der Vorteil von Glurak, dass er entsprechend mit dem Feuer natürlich gut an der Edge, arbeiten kann. Um entsprechend einen möglichen Gimp natürlich zu provozieren. Und dass Mario nicht mehr auf die Stage kommt. Weil die Recovery von ihm ist jetzt natürlich nicht die beste. Aber es soll letztendlich auch nicht zeigen. Jetzt der Trümmer vor allen Dingen, der auch die Super Armor natürlich mit sich bringt. Das heißt, er wird diesen Move auf jeden Fall immer ausführen. Auch wenn er von Mario gestört wird. Es macht auf jeden Fall Schaden bei Mario. Ganz, ganz safe. Was auch ganz wichtig ist. Und jetzt kommen noch ein paar Lecks noch mit dazu. Ungünstig. Natürlich unschön, aber soll nichts heißen. Beide bei relativ hohen Prozenten. Und da kommt ein Down Smash. Der schon reicht für den ersten Kill. Und damit führt Shiro jetzt wieder. Und mal gucken, ob er das soweit halten wird. Nein, tut er nicht. Sehr, sehr cool. Ein sehr, sehr schöner Revenge-Kill. Einfach mal einen kurzen Up-Smash rausgehauen und entsprechend gleich ausgeglichen. Das wird hier richtig spannend, Leute. Das wird ein geiles Halbfinale, sage ich jetzt schon mal. Weil man jetzt schon nicht nur sagen kann, wer diesen Kampf jetzt hier für sich entscheiden wird. Wir haben noch ungefähr 4 Minuten noch auf der Uhr. Also das wird ja auf jeden Fall noch hier was zu sehen sein. Mario schon mit den ersten Kombos hier. Beim zweiten Stock und da kommt Shiro nicht wirklich durch. Gerade weil er natürlich auch so schwerfällig ist. Und der nächste Grab. Und immer geht's weiter und da wird gleich der nächste kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, da ist Spike versucht. Den haben wir schon kommen sehen. Aber das war noch zu weit weg vom Glurak. Und da muss Shiro jetzt aufpassen. Er braucht jetzt auf jeden Fall die Prozente. Ein gefährlicher Down Smash. Muss aufpassen, weil Mario einfach viel zu schnell ist manchmal. Und da kommt der Spike wahrscheinlich. Ja, da kam er, aber nicht getroffen. War aber haha scharf. Und der hätte wahrscheinlich schon gereicht. Bei dem schweren Charakter wie Glurak, dass der auch letztendlich schon zum Kill reichen würde. Und gleich der Projektilhaber von Mario. Und bei über 100% wird es jetzt richtig gefährlich. Da muss Shiro jetzt auf jeden Fall zurückkommen und ein bisschen aufpassen, wie er an diesen ganzen Projektilen vorbeikommen soll. Die hat Mario eben noch nicht so viel eingesetzt. Also Belly weiß, dass er mehr auf Projektile setzen muss, weil Shiro da wirklich schwer dran vorbeikommt, so wie es aussieht. Und vor allen Dingen mit den Feuerbällen hinterher zu laufen, um sicher zu gehen, dass man die Gegner auch wirklich sicher trifft. Und das war eben gerade ein gutes Beispiel, und es hat nicht gereicht, dass meine Gegner quasi in Zwickmühle bringt. Und nein, nicht der SD. Das war ärgerlich. Ein bisschen zu tief. Ich glaube auch wirklich alle Sprünge schon genutzt. Und die AP, die leider nicht mehr gereicht hat. Somit ist Belly jetzt damit in Führung gegangen, nachdem Shiro jetzt zuerst mit 1-0 geführt hatte, mit dem Bewohner. Ist Belly jetzt zurück und führt jetzt entsprechend mit 2-1. Somit jetzt im Matchball. Shiro muss jetzt ausgleichen. Und mit welchem Charakter er das tun wird, das sehen wir gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir bleiben letztendlich doch bei Final Destination. Vielleicht ist es ja wirklich auch der letzte Kampf, wir wollen es aber nicht hoffen. Wir sehen allerdings jetzt auch Charaktere, die wir jetzt heute schon gesehen haben, mit denen bereits ja schon verloren worden. Und zwar Lucina erneut von Belly und Glurak, jetzt wie wir es eben schon gesehen haben, von Shiro. Sind wir mal gespannt. Wie gesagt, mit beiden wurde hier heute schon gespielt, mit beiden jetzt letztendlich einen Kampf auch schon verloren. Und das wird sich jetzt entsprechend ändern. Und da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir haben dieses Matchup schon mal gesehen in diesem Turnier. Ich weiß jetzt nicht von wem. Aber ich glaube, so die Kombination aus, die kennen wir schon. Und die ist recht ausgeglichen, muss ich sagen. Und damit haben wir sogar eine viel bessere Musik, wie ich finde. Das ist schon mal cool. Gut, und wie gesagt, das könnte jetzt hier wirklich der letzte Kampf sein. Wenn Belly das jetzt hier reißt, dann wäre das entsprechend jetzt sein Sieg und sein Einzug entsprechend ins Finale.
Und Shiro hat jetzt aber noch die Chance auszugleichen, noch einen fünften Kampf hier zu provozieren in Best of 5. Und zwar in 3, 2, 1, los geht's. So, und jetzt muss Shiro wach sein. Lucina hat jetzt keine Projektile, so wie es bei Mario vorher war. Er wird es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher haben, an Lucina ranzukommen. Muss aber trotzdem aufpassen, weil Lucina deutlich besser mit dem Schwert an Schaden anrichten kann. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und jetzt letztendlich ist es so, dass sie beide noch ein bisschen probieren, so aneinander ranzukommen, ein bisschen zu forcen, wie spielt der andere jeweils mit dem Charakter, um auch zu schauen, welche Kombos kann ich hier ganz sicher einsetzen, um nicht schon zu viel Prozente direkt zu Anfang zu fressen. Das ist nämlich ungünstig, weil man direkt dann in den Zugzwang gerät. Aber bis jetzt machen das beide recht souverän, beide bei recht leichten Prozenten. Shiro probiert es immer sehr, sehr gerne auch mit einem Upsmash, wenn der Gegner in oberer Höhe ist, aber schafft es nie wirklich auch Bälle zu treffen. Das macht er sehr, sehr gut, dass er weiß, wie er entsprechend wieder landen muss. Und auch weiß natürlich, wie er an der Edge arbeiten muss. Wenn Glurak wieder nach oben steigt, ist es recht einfach, ihn zu punishen. Wenn man vorher weiß, was passiert und dann Fußstuhl, der war wahrscheinlich nicht gewollt. Auch nicht schlecht. Und Belly bleibt noch in der Führung. Da hat Shiro noch Probleme. Oh! Die Nujibi, die tatsächlich getroffen hat, das ist ungünstig, weil die macht echt viel Schaden. Und da muss Shiro aufpassen. Wir haben auch schon lange keinen Flammenblitz mehr gesehen gegen... Oh! Die Abwehr, die ja schon reicht. Der Flammenblitz gegen Mario war natürlich auch immer sehr gefährlich, weil das hätte ich auch niemals empfohlen bei dem Cape, den man machen kann. Gegen Lucina geht das schon eher. Aber jetzt hier schon eine deutliche Führung. Das war knapp. Das hätte jetzt schon reichen können. Bei der Aufladung definitiv. Aber ich will hier noch niemanden abschreiben, weil Shiro kommt gerade zurück, macht schon ordentlich Schaden. Wenn jetzt der Kill kommen sollte, und das war knapp, das hätte auch irgendwie ausgehen können, dann ist das hier noch machbar für Shiro. Dann kann er das Ganze hier noch ausgleichen und hier einen fünften Kampf provozieren. Ja, aber man weiß ja nicht. Das war gefährlich. Der hätte vielleicht sogar einen Spike jetzt mal helfen können gegen Lucina. Der versuchte Flammenblitz und das kann gepunished werden. Ja, das macht zu viel Schaden. Und das sollte er nicht normal machen, weil der Flammenblitz selber natürlich auch für einen selber Schaden macht. Und jetzt beide bei hohen Prozenten. Das sieht sehr, sehr eng aus. Also der Kill muss jetzt kommen. Und nicht zu vergessen, dass Glurak natürlich dann Rage hat und sehr, sehr viel Knockback dann macht. Wenn er einmal richtig trifft, wie hier zum Beispiel, hätte das auf jeden Fall gereicht. Aber es heißt noch nichts, Leute. Es kann jetzt jeden Moment die Entscheidung kommen. Gleicht Shiro aus, sehen wir einen fünften Kampf oder wird Belly das Ganze nach Hause holen, ins Finale einziehen? Das sehen wir, glaube ich, jetzt gleich in ein paar Sekunden. Das ist so meine Befürchtung. Wie ein Zertrümmerversuch, wenn jetzt der richtige Move kommt und das wird jetzt gepunished. Okay, nicht so stark, wie ich gedacht hätte, aber es hätte noch böser enden können. Dann wird es hier gefährlich. Nicht schlecht, aber Shiro kommt zurück. Ist das die Side-B? Nein, es ist die Up-B. Sehr gut rausgekommen, sehr gut. Das heißt nichts, wenn jetzt ein Upsmash kommt von irgendeinem der beiden, war es das auf jeden Fall. Beide sind nervös ein bisschen, weil die wissen, was das heißt. Ist das die vorzeitige Entscheidung? Kommt Shiro nochmal zurück bei über 136%? Das wäre Sensation. Aber nein, da kommt die Backcam und das war's. Das war's. Und damit steht die nächste Begegnung auch fest. Da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Ben Gabriel, zum Einzug ins Finale. Die Begegnungen stehen soweit fest. Shiro ist damit letztendlich raus und wird im nächsten Part wieder zu sehen sein im Spiel um Platz 3 gegen Kaffeekone. Und damit, Leute, entsprechend nur noch zwei Videos, die dieses Turnier mit sich bringt. Wie gesagt, nach dem Spiel um Platz 3 kommt das Finale Sui Shumaru gegen Belmont Gabriel. Das wird entsprechend das Finale sein. Ich bin ultramäßig gespannt, wie das enden wird, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Halbfinale des Turniers. Und wie gesagt, im nächsten Part geht's im Spiel um Platz 3, ebenfalls im Best of 5 natürlich, mit Shiro gegen Kaffeekone. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.